Deutschlandfunk Nova liebt okay Kid und wir lieben das neue Album, das ist jetzt raus, Sensation heißt es, herzlich willkommen in Deutschlandfunk Nova, Jonas, Moritz und Raffi, hier bei uns, hi, hi. hi. wie geht's euch? Gut, gut. aufgeregt, Album ist draußen, ähm, ja, Kater, keine Katerstimmung, aber Kater. Ja, war, war anstrengend die letzten Wochen, oder? Äh, ja. <laughs> ja. Was hört man? Ja, äh, aber Kater kann ja auch was Schönes sein. Das stimmt. Das erzeugt ja auch so eine leichte Verpeiltheit, die man dann auch, wenn man ein bisschen Erfahrung damit hat, dann auch genießen kann. Wie lange habt ihr daran gearbeitet am neuen Album? Zwei Jahre. Wow. Also mit Schreiben und so. Wir waren im, im Juni sechs Wochen produzieren und sind zwar auch ganz gut vorbereitet ins Studio gekommen, also haben schon Demoproduktionen vorher gehabt. Mhm. Und dann waren wir sechs Wochen in Berlin. Ähm, ja, aber so, wenn man wirklich auf die ganze Zeit schaut, dann Ende 2016 oder im Herbst 2016 haben wir angefangen. Ja, früher noch sogar, ich würde sagen. Guck mal. Zum Album äh, vielleicht, zur Albumveröffentlichung. Zwei Jahre schreiben sogar. Wir waren in, in Heidenau und in Freital, das weiß ich noch, das war Juni 2016. Und ja. Da haben wir, glaube ich, angefangen uns den Kopf zu machen zum ersten Mal übers Album. Sorry Moritz, ich wollte, ich wollte dir nicht widersprechen <laughs> nee, und reingreifen. Du hast recht, es war ein bisschen Leben. mehr als zwei Jahre. Immer diese Recht haben. Ja, Moritz, aber du ja, kannst auch ein bisschen präzise sein. Das ist halt die Krise jetzt. Nach der langen Arbeit, ihr habt zu so ja. viel aufeinander gehangen ja, ja. und ja, jetzt viel zu viel knallt ja. es langsam. Ja, ja. Ja, das zerstört auch so schon Stimmung. Seit anderthalb Jahren ja. Lagerkoller. <laughs> Dann äh, löse ich das mal auf. Ich habe das Album jetzt mehrfach durchgehört. Ich liebe es. Ich finde es großartig. Danke. Ich Dank finde deswegen auch großartig, weil bei Danke. euch ist es natürlich nicht nur die Musik, sondern es ist die Kombination Musik, Texte. Ihr legt extrem viel Wert auf die Texte. Die Musik ähm, ist Immer bei, bei den meisten Songs irgendwie eine Melodie, die ich geil finde. Und ihr baut, naja, so ein bisschen die 80er, 90er mit rein. Also diese, diese Beats wie bei Paula Abdul und bei Janet Jackson, dieses mhm. So ist ja in zwei Songs, warte mal, das war in Heimatschenke und Reparieren mhm. mit drin. Mhm. I love it. Wer hat sich das ausgedacht? Boah, das das war, der, der, der Raffi. Naja, da, also der Raffi das, 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 das war gar nicht so konzeptionell, sondern äh, von Reparieren zum Beispiel gab es halt so verschiedene Versionen in, in der Vorproduktion sozusagen und dann war es aber so, dann, dann wurde der irgendwann so ein bisschen zu Disco-mäßig, äh, dann, dann wurde es irgendwie zu Synthesizer-mäßig und so und dann, keine Ahnung, dann saßen wir halt in Berlin im Studio mit, un, mit unserem Produzenten Tim Tautorat und haben so überlegt, so ey, was... Was kann, was kann denn für ein Approach helfen bei dem Song? Und dann so, äh, so irgendwas Michael Jackson-mäßiges wäre doch geil. Stimmt, Janet Jackson, Michael Jackson. Genau, und dann, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, welcher. Also, es war auf jeden Fall, wir haben viel die Dangerous gehört, ja. auch so mhm. wegen Drum-Sounds und so. Und ähm, Genau und letztendlich war das eigentlich so dann der Startpunkt, um reparieren noch mal in eine andere Richtung zu drehen und bei Heimatschenke war es eigentlich auch ähnlich. Hm. Und da wird sogar ein bisschen transig, bei, also so trans Sounds bei Sensation im Refrain. Sensation. Digadä, digadä, digadä. <laughs> eigentlich müsste der Song auch Sensation ja. heißen. <laughs> Sorry, Sensation. <laughs> Natürlich. Ja, aber das würde eigentlich, ne, das ist ja der größte Trash Moment der ganzen Platte. Äh, es ist, ja, es ist ja auch einfach, ey, es ist einfach, also wenn man ehrlich ist, es ist eine ganz furchtbare Hook, ähm, die aber ihren Sinn erfüllt für den Song, dass sie so übertrieben ist. <laughs> ja. Und eigentlich müsste der Song Sensation heißen, das wäre noch viel geiler. <laughs> für mich ist es Sensation in dem Moment jetzt ja. gewesen, wegen ja, das der, so, der trance sound einfach. So echt, aber ich weiß, was du meinst, ja. so die, diese schlimmen Coldplay-Momente. Also so Als Coldplay nicht mehr Coldplay war, meinst du? Ja, oder, oder wo Killers ganz schlimm war, sowas. Ja. So richtig oder Scooter halt auch so so ein, das war so das Ziel da so eine Mischung hinzukriegen ja, ähm, ja weil auch bei dem Track also da geht es ja auch darum quasi Sachen so extra groß aufzuziehen was eine Sensation ist um alle Aufmerksamkeit zu bekommen also muss die Hook so groß wie es geht ähm, ja Breitbildformatmäßig sein hm, die muss knallen die ja knallt ähm, schauen wir mal auf die Texte oder hören wir mal genauer hin also wenn wir zum Beispiel ähm, Heimatschenke nehmen da geht es ums Trinken in dem Wirtshaus, in dem man vielleicht immer ist. Schöne Textzeile: äh, morgens ist er leerer, abends ist er voller. <laughs> ja. Ähm, woher kam der Text? Ach, das ist einer der, der ehrlichsten Songs auf dem Album. Also, es gibt, es gibt in Köln eine Kneipe, die heißt Zum Goldenen Schuss. Und <laughs> ähm, das ist so von uns allen drei und vor allem von, von mir. Ähm, der Stammladen, wo man immer blind hingehen kann und immer irgendwie Freunde findet und oder hat. Freunde findet und <laughs> Freunde hat, ja. Freunde hat und ähm, auch die ganzen Bilder davon. Ne? Also morgens, morgens ist er Lehrer, abends ist er voller. Das ist ein Freund von mir, der ist auch wirklich Ingo mhm. und ist auch wirklich Lehrer. Mhm. Äh, es gibt die Wall of Shame, dort, wo man immer mit dem Deckel drangeklebt wird, wenn man äh, nicht gezahlt hat oder nicht kann. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich so, ja, es geht natürlich nur um Alkohol. Und um Trinken und äh, es macht ohne Alkohol wahrscheinlich überhaupt gar keinen Spaß. Aber das ist auch das Schöne daran. Also, das ist so dieses, diese ja, ein Stück Heimat, äh, was nicht zu Hause ist. Aber wenn das wirklich aus dem Leben ist, äh, aus deinem Leben, ist dann 1996 auch aus deinem Leben die erste Liebe? Oder aus dem Leben von euch? Äh, nee, straight äh, auch komplett auch autobiografisch, auch. ja. Mhm. Und du hast vom Hitmarkt gewartet. Und, beziehungsweise du wolltest ja. dich vom Hitmarkt verabreden, aber immer hat irgendwie jemand dazwischen gefunkt. Ja, die Karstadtkante war in Gießen ein ähm, Skatespot. Ja. Also die Kante, da, wo man dann quasi mit dem Skateboard grinden und sliden konnte. Und ähm, ich bin auch Skateboard gefahren, war aber mega schlecht. Und da waren halt die ganzen coolen Kids, die das schon gut konnten. Also hätte ich mega schlecht ausgesehen, hätte ich mein Date dahin gebracht, weil dann hätte sich wahrscheinlich in den anderen verliebt. Und nicht in mich, also muss ich denn meinen Ort suchen in der Stadt, wo ich mich sicher gefühlt habe. Und ja, das war, da war ich 13. Und ihr werdet ähm, zum Teil auch recht politisch. Bei ich und die Planierraupe geht es um, ja, Gebäude, die abgerissen werden. Da war mal ein Proberaum drin. Jetzt äh, wird da wahrscheinlich ein Mehrfamilienhaus, Luxuswohnungen werden gebaut. Unten kommt noch ein Supermarkt rein. Äh, und und eine Kita, sind das tatsächlich so Sachen, über die ihr euch jetzt schon Gedanken macht? Also tatsächlich mal was investieren in eine Wohnung? Also, das ist ja, das ist, hat ja so einen politischen Ansatz, ja. aber es trifft uns persönlich auch total, weil wir haben zum Beispiel ein Studio gehabt ähm, vor anderthalb Jahren noch und ähm, das wurde verkauft, das Gebäude, und da wurden wir auch sogar gefragt, so ähm, hätten wir nicht Lust, das zu kaufen? Hm. Ähm, das war so ein Keller, so eine Kellerhalle und ähm, haben uns aber dann dagegen entscheiden müssen, äh, weil das für uns nicht in Frage kam. Und dann mussten wir unser Studio komplett rausreißen. Und wenn man sich Ehrenfeld anguckt hier in Köln, äh, dann ähm, also da sind wir auch super oft. Raffi und Jonas wohnen da und dann merkt man halt einfach, dass immer mehr weniger coole Spot, Spots es gibt und Clubs sterben und ähm, das ist halt äh, ja, schon was, was uns beschäftigt. Aber ähm, ihr fragt euch ja da auch, beziehungsweise im Text, es scheint so ein bisschen durch, muss ich da mitmachen? Mache ich da irgendwann mit? Was glaubt ihr? Kommt die Zeit, in der man dann tatsächlich mal darüber nachdenkt, die Gentrifizierung mitzumachen und dann halt was zu kaufen, weil man auch einfach da bleiben will? Oder was, was macht man dagegen? Du bist ja selbst Teil davon. Ja. Also dadurch, dass du, also wenn wir. Als Band irgendwo hinziehen, sind wir selbst Teil der Gentrifizierung, weil natürlich wollen wir erstmal wohin ziehen, wo es relativ günstig ist. Mhm. So, und das ist ja dieses typische: so, zuerst kommen kreative junge Leute hin, die nicht die finanziellen Möglichkeiten haben. Dann entstehen die ersten coolen Cafés und Bars, so, und auf einmal irgendwann kommen halt die Heuschrecken, die alles aufkaufen und dann quasi sanieren und alles wird arschteuer und keiner kann sich das mal leisten. Und das sieht man ja gerade auch in allen Städten. Ja. So, und natürlich, wir könnten jetzt. Äh, Molotov-Cocktails schmeißen äh, und äh, wie bei der Riga Straße irgendwie, keine Ahnung, ähm, äh, Parolen skandieren und dagegen vorgehen oder man ja, reflektiert halt und sagt, ey, du, du bist ja selbst auch schuld daran, so, weil du wohnst ja selbst in diesem Viertel und du hast dazu beigetragen, ähm, dass es irgendwie populär wird. Aber ja, nur so. weil du. Meinetwegen ein bisschen cooler und äh, kreativer bist als andere und das eben auch äh, reiche Leute, die viel Geld haben, auch anzieht, weil sie sagen, ah, da sind die coolen Leute, da will ich hin. Ich meine, da, ja, man ich, kann ja nichts dafür, dass man cool ist. <laughs> ja, wir sind ja nicht cooler oder so, aber es, ne, wir ziehen in einen Ort. Vorher war Ehrenfeld früher ein reines Arbeiterviertel ja. mit einer extrem hohen Migrations- oder mit einem sehr hohen Migrationsanteil. Und da waren jetzt nicht junge Studenten und sonst irgendwas und irgendwann passiert das halt so und. Wir sind auch dahin gezogen, als es schon irgendwie halb gentrifiziert war, so. und Freunde von uns, die haben jetzt ihre, ihre wunderschönen Eisdielen, ihre Bars dort aufgemacht, die alle auch cool sind und auch diese kleinen kölschen Eckkneipen, so die sterben auch aus. So und das ist halt hat nicht mehr viel damit zu tun, wie es früher war das Viertel und diese ganze Veränderung, ob es jetzt positiv oder negativ ist, ich weiß nicht so, ist dann auch keine Ahnung, glaube ich auch völlig normal, aber was halt krass ist, dass dann wirklich dann irgendwann, sobald irgendwas hip ist, die großen Investoren kommen und auch also von unseren Fotografen, die Halle wurde platt gemacht in Jack in the Box. Der Club dort, Jack Who, wurde platt gemacht. Underground wurde platt gemacht, der Sensor Club wurde platt gemacht, die Papierfabrik wurde platt gemacht. Alles fünf Spots, die mir schon sehr früh sehr viel Clubkultur gegeben haben und sehr viel... Ein Wohlfühlfaktor in das Viertel. Und irgendwann hast du dann ein Viertel, was keiner mehr haben will, was du jetzt im Prenzlauer Berg siehst. Das ist langweilig. So. Mhm. Alle coolen Kneipen wurden weggeklagt und was machst du jetzt? So Und ähm, ja, ist schon irgendwie, schon irgendwie schade, aber auch, ne, du trägst mit dazu bei, wenn du da wohnst. Aber die Heimatschenke ist noch da? Die ist nicht in dem Viertel, ne? <laughs> ich danke euch sehr, dass ihr da wart. Viel Erfolg mit dem neuen Album. Sensation. Sensation. <laughs> Jonas, Moritz und Raffi von OK KIT in Deutschland von Nova. Danke. Danke, 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 danke Ciao.